Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Rupert Bauersachs. Ich leite die Klinik für Gefäßmedizin, Angiologie am Klinikum Darmstadt. Und heute geht es um die Schaufensterkrankheit, eine unterschätzte Volkskrankheit. Schauen wir uns das mal an. Warum heißt das Schaufensterkrankheit? Die Schaufensterkrankheit ist verursacht durch eine periphere arterielle Verschlusskrankheit. Hier kommt bei den peripheren Arterien nicht mehr genügend Blut an. Die Muskeln bekommen zu wenig Sauerstoff, verkrampfen und können nicht mehr weiterarbeiten. Und dann muss der Patient stehen bleiben. Und damit das nicht so komisch aussieht, bleibt er am besten vor dem Schaufenster stehen. Das hört sich ja ganz harmlos an und wir werden gleich sehen, ob das wirklich so harmlos ist. Ich möchte mit Ihnen jetzt besprechen die Fragen zur PAVK, zur peripheren arteriellen Verschlusskrankheit. Wie gefährlich ist denn das eigentlich? Wie häufig ist das? Wer ist gefährdet? Wie sehen die diagnostischen Verfahren aus? Welche Therapieverfahren gibt es? Was gibt es Neues? Und vor allem, wie kann man denn vorbeugen? Wir schauen uns jetzt mal das Schicksal von 100 PAVK-Patienten über 5 Jahre an. Und was Sie hier sehen können, ist, bei etwa einem Viertel der Patienten kommt es zu einer Verschlechterung der Durchblutung. Bei etwa 5% ist ein Eingriff erforderlich, eine Operation oder eine Aufdehnung. Und bei 2% sogar eine Amputation. Heißt aber auch bei 98% keine Amputation. Das ist für das Bein. Aber schauen wir uns mal den gesamten Patienten an. Und da sehen Sie, wenn keine Therapie erfolgt, sterben in dem Zeitraum 30% der Patienten, vor allem eben an Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und zusätzlich bekommen 40% einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall. Also Sie sehen schon, das ist keine harmlose Erkrankung, das ist eine Erkrankung mit erheblichen Komplikationen für den ganzen Patienten und aber auch für die Beine. Wer ist betroffen? In den jüngeren Jahren, so bis 60, eher die Männer. Aber Sie sehen, die Frauen holen dann auf und Sie sehen, bei den Älteren über 80 sind es viel mehr Frauen, weil natürlich auch in der Bevölkerung noch in dem Alter mehr Frauen leben. Also Männer, hohes Risiko, aber dann im Elternbereich dann auch die Frauen. Wer erkrankt an einer PAVK? Und da hören wir mal, was Friedrich Tiedemann, ein Arzt aus dem 19. Jahrhundert, uns gesagt hat. Er hat gesagt, es sind die Männer der höheren Stände, die luxuriös leben, starke Weine trinken, sehr nahrhaftes Fleisch und gewürzte Speisen genießen und ein untätiges Leben führen. Ja, da hat er schon recht gehabt. Das sind schon die wichtigsten Risikofaktoren. Männer hatte ich gerade darauf hingewiesen, aber es gibt eben auch in diesem Satz viele andere Gültigkeiten, die auch heute noch sich bewahrheiten, nämlich die Risikofaktoren. Wir haben schicksalhafte Risikofaktoren, gegen das Alter können wir nichts machen, gegen das Geschlecht können wir nichts machen und wir können auch nichts dagegen machen, dass es in manchen Familien einfach eine Belastung für solche PAVK-Erkrankungen gibt. Aber es gibt viele beeinflussbare Risikofaktoren. Nikotin, ein ganz wichtiger Risikofaktor, Übergewicht, Bewegungsmangel. Hier liegt es an uns, was wir machen und wir könnten diese Risikofaktoren beeinflussen. Und es gibt natürlich weitere Risikofaktoren, Diabetes, hoher Blutdruck, Fettstoffwechselstörung. Und da haben wir jetzt wirklich sehr gute Medikamente zur Behandlung. Die hatten wir vor 10, 20 Jahren nicht. Also gut behandelbar, beeinflussbar und schicksalhafte Risikofaktoren. Wie sieht die Diagnostik aus? Als erstes befragt man den Patienten natürlich nach seinen Beschwerden. Der Hausarzt wird genau an der Stelle, wo wir jetzt die Sonde sehen, den Puls fühlen. Und dann kann man einfach den Blutdruck messen. Den Blutdruck aber nicht, wie Sie das kennen, an den Armen, sondern an den Beinen. Und eigentlich soll der Blutdruck am Bein, am Knöchel, so sein wie am Arm. Dann ist es normal. Ist der Knöcheldruck niedriger als am Arm? Dann hat der Patient eine PAVK. Und wenn da unten nur ein Blutdruck von 50 mmHg ist, dann ist das eine kritische Durchblutungsstörung.
Wir haben natürlich hier im Gefäßzentrum moderne Ultraschallgeräte, wo wir wirklich sehr genau und ganz schonend ins Gewebe, in die Gefäße schauen können und auch hier kleinste Veränderungen feststellen können. Das ist mit diesen modernen Duplex-Geräten sehr gut möglich. Wir haben aber auch Röntgenverfahren, Angiografien oder Kernspinverfahren, wo wir dann auch kleinste Verästelungen der Adern noch feststellen können. Wie sieht es mit der Therapie aus? Schauen wir doch mal, wie das in England gemacht wird. British Medical Journal, Behandlung von Claudicatio, Beschwerden im Bein beim Gehen, mit 5 Worten. Mit 5 Worten behandeln das die Engländer. Was können das für 5 Worte sein? Stop smoking and keep walking. Das sagt sich so leicht mit dem Rauchen, da hatte ich schon darauf hingewiesen. Das geht nicht so leicht. Das liegt am hohen Fuß-Hirn-Abstand. Ja, die Patienten mit dem Herzinfarkt, die hören meistens dann doch auf. Aber es würde sich wirklich lohnen, aufzuhören mit dem Rauchen, weil Sie sehen, schon nach kurzer Zeit sinkt die Mortalitätsrate ab. Und nach einigen Jahren ist sogar die Mortalitätsrate wie bei den Nichtrauchern. Also das ist ein wichtiger Risikofaktor, den man gut beeinflussen könnte. Und was ist mit den Gefäßen? Ich hatte ja gesagt, periphere arterielle Verschlusskrankheit. Die Patienten kommen oft zu mir, das ist jetzt das Gefäß, und sagen, haben wir nicht einen Rohrreiniger? Also das kann ich jetzt wirklich nicht empfehlen, einen Rohrreiniger zu nehmen. Oder zu sagen, Mensch, könnte man da nicht einfach einen Draht durchführen und das aufpusten? Also, stellen Sie sich mal vor, man geht mit einem Draht da rein und einem Ballon und pustet das auf und pustet einfach den Kalk weg, das ganze Fett pustet man weg und dann ist das Gefäß offen. Glauben Sie, dass das funktioniert? Es funktioniert tatsächlich. Und entwickelt hat dieses Verfahren Andreas Grünzig. 1974 hat er die erste Aufdehnung an den peripheren Gefäßen durchgeführt. 1978 das erste Mal am Herzen und seitdem sind Millionen von diesen Aufdehnungsverfahren durchgeführt worden. Also eine ganz, ganz bahnbrechende Erfindung. Und jetzt raten Sie mal, wo Andreas Grünzig seine Facharztausbildung bekommen hat. Na, Sie wissen schon, im Klinikum Darmstadt natürlich. Also das ist das Verfahren. So sind die Ballons heute aufgeblasen. Hier sehen Sie noch etwas. Dieses Metallgerüst, das ist ein Stent, der ist ursprünglich ganz klein. Aufgeblasen hält er dann das Gefäß offen, aber er kann natürlich auch zu Gerinnseln führen, er kann auch zu Narben führen. So kommt der Ballon quasi in die Engstelle und dann wird er mit hohem Druck aufgeblasen und der drückt den ganzen Kalk und die ganzen Ablagerungen drückt er an die Wand und dann ist das Gefäß offen. Und manchmal braucht man eben auch einen Stent, der beim Einführen ganz klein ist. Und dann aber durch den Ballon wird der gleiche Stent dann auf so eine Größe aufgedehnt und hält dann eben das Gefäß offen, sodass das nicht wieder zusammenfallen kann. Und wenn das ganze Gefäß hier, das dunkle, verstopft ist, dann kann man einen Bypass legen, zum Beispiel aus einer Vene, und überbrückt dann das verschlossene Gefäß. Wichtig ist aber auch für die Patienten mit dieser Claudicatio, dass sie tüchtig laufen, weil durch das Gehtraining bilden sich neue Gefäße und am besten ist es, wenn man das strukturiert durchführt und den Fortschritt immer dokumentiert. Medikamente, Aspirin, das AS-100, ein ganz wichtiges Medikament und das kann tatsächlich die kardiovaskulären Komplikationen um 1/3 reduzieren. Das ist ein guter Effekt, aber das heißt, 2/3 bleiben noch. Das heißt, wir müssen kämpfen, dass wir dieses Risiko weiter reduzieren und dazu ist eine ganz vor 3 Wochen jetzt erschienen im namhaften New England Journal of Medicine eine neue Studie, bei Patienten mit PAVK und diese Studie wurde geleitet für Europa von dem Klinikum Darmstadt aus. Was hat man festgestellt? Wenn man zusätzlich zum Aspirin noch eine niedrige Dosis eines Gerinnungshemmers gibt, dann kann man diese schweren Komplikationen, Amputation, Herztod, Herzinfarkt, Schlaganfall, akute Durchblutungsstörung um 28% reduzieren. Also ein großer Fortschritt, der uns jetzt zur Verfügung steht. Zusammenfassend möchte ich sagen, die
Schaufensterkrankheit, und das sagt der Name schon, unterschätzt die Schwere des Krankheitsbildes. Es ist ein häufiges Krankheitsbild, nimmt mit dem Alter zu und kann mit schweren Komplikationen einhergehen. Risikofaktoren: Nikotin, Bewegungsmangel, Übergewicht, Diabetes, Cholesterin, Blutdruck. Die Diagnose ist einfach, das kann der Hausarzt schon machen, und wir machen die genaue Diagnose hier mit dem Ultraschallgerät. Risikofaktoren behandeln, das ist das Wichtigste bei der Therapie: Gefäßeröffnung, Aufdehnung mit dem Ballon, mit Stents oder Operation, Gehtraining, ganz wichtig, Medikamente, Aspirin hatte ich erwähnt, das ASS 100, und neu, hatte ich Ihnen die Studienergebnisse gezeigt, eine niedrig dosierte Gerinnungshemmung. Wichtig ist bei der PAVK, dass alle Fächer zusammenarbeiten. Die Internisten, die Angiologen, die Gefäßchirurgen, alle müssen zusammenarbeiten und für jeden Patienten individuell das beste Verfahren auswählen. Das passiert im Gefäßzentrum, wo jeder Patient einzeln besprochen wird. Und für Sie die Botschaft zum Schluss: Vorbeugen ist natürlich besser als heilen. Bleiben Sie mobil. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.